Jo, willkommen zurück zu Gothic 1. Jetzt geht's weiter mit unserem wunderbaren Spielspaß und Schokoladenüberraschungszeugs. Wir werden heute mal schauen, ob wir es schaffen, das alte Lager zu erreichen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Zum Beispiel mich hier durch die Horden von merkwürdigen Monstern kämpfen, die ich nicht kenne. Und ja, mal schauen, ob es sonst noch irgendwas gibt. Habe ich da oben eigentlich das... Ach, hier finde ich das alte Schwert. Ich dachte eigentlich, das bekommt man oben in dieser Gegend, wo ich zuletzt war. Na gut, dann werden wir mal lieber das alte Schwert ausrüsten. Das ist ein bisschen besser als unser jetziges, so rostiges Schwert. Und ja, machen wir mal den Scavenger hier platt. Ich hoffe mal, das klappt. Man kann natürlich auch einfach mal nicht treffen. So... Dich habe ich genascht. Achso, ich wollte die. Moment, ich wollte mal dass die Audio-Einstellung noch ein kleines bisschen anpassen. Effekt und Sprache nochmal eine Stufe leiser. Ich hoffe mal, dann passt das so. Ich habe jetzt in der letzten Folge mir das mal angeschaut. Der Stream läuft durch. Die Aufnahmen sind auch direkt hintereinander. Ich habe jetzt bloß mal ganz kurz zwischendurch ein kleines bisschen angepasst, damit das, ja, vielleicht besser klingt. Okay, was ich nicht so ganz machen kann in diesen Twitch-Aufnahmen, sind vermutlich so kleinere Geschichten wie Stimmen anpassen von meiner also Stimmlautstärke im Verhältnis dazu zum Spiel. Das lässt sich halt im Nachhinein sonst besser machen, weil ich das sonst immer getrennt aufnehme. Ja, gleich mal so ein kleiner Einblick dazu. Ich nehme sonst immer meine Audiospur getrennt auf zum Spiel, wenn ich jetzt, was auch immer, was spiele ich gerade? Super Meat Boy, wenn ich Super Meat Boy aufnehme. Bei Dark Souls habe ich das auch so gemacht. Ich probiere quasi mich so durch die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, wie man aufnehmen kann. Jetzt streame ich noch nebenbei das wunderbare Spiel Gothic hier. Und ja, also ich bin immer noch am Lernen, immer noch am Verbessern und ja, ist ganz okay, oder? So, okay, wir schauen jetzt mal, was wir noch so Schönes finden. Ein Orkblatt. Das heilt aber noch mehr als die Seraphis, ne? Die Seraphis, der ist 26, nice. Ja, also so viel haben wir noch nicht. Wir haben, glaube ich, gerade mal 40 Lebensenergie. Okay, ich habe zu viel, ich habe Mist erzählt. Da drüben sind schon, oh, das ist schon das alte Lager. Mensch, das ist ja super. Und da oben sieht man auch so das alte Kastell da oben und so. Ich muss übrigens euch sagen, als ich früher das erste Mal Gothic gespielt habe, war das auf einem Rechner, der zu damaligen Zeiten schon scheiße war. Aber ja, man hatte halt nichts Besseres früher, ne? Das war ja früher auch noch scheiße teuer, der ganze Kram. Jetzt als Erwachsener ist es nicht mehr so wild und die ganze Technik hat sich auch entsprechend weiterentwickelt. Es ist alles ein bisschen einfacher geworden, aber früher war das schon heftig. Und da hat man auch weniger gesehen bei diesem Spiel, also wirklich viel weniger. Und ja, na gut, wie das halt so ist. So, hier sind zwei Gesellen, die eine andere Rüstung anhaben als Diego und die Gardisten. Also sind es wohl Redford und Drax, genau. Hallo. Hey du. Hey du. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Ach Gott, sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. Wenn man weiß wie. Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Seid ihr nun beide Jäger oder nicht? Was soll denn der Mist? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Ja. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Cool gewesen, er ist einer von uns. Möglich. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Am Anfang? Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Das ist eine Sache, die leider nicht funktioniert. Das ist ein Quest. Wenn das ein Quest gewesen wäre, dem eine Karte zu klauen, das wäre cool gewesen. Aber das geht nicht.
Das geht leider nicht. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Das ist so barbarisch. So, Drax, wie sieht's mit dir aus? Ich werde dann übrigens noch eine kleine Info dazu raushauen, was ich jetzt mit, was, welche Gilde, welcher Gilde ich mich anschließen möchte. Bisschen weiß, wie das laufen wird, das erzähle ich euch noch. Erstmal hören wir Drax. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Gib mir all dein Herz. Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Haben wir da nicht ein Bier gefunden? Das ist doch perfekt. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. So eine schöne Welt, Gothic. Scavenger. Jetzt, ich bin übrigens so nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ich kenne die Texte noch teilweise auswendig. Das ist echt eine feine Sache. So, was, was hast du kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Zwei Wenn Bier? Du weißt wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Na, das klingt doch vernünftig. Das sind aber Sachen, die ich jetzt nicht machen möchte. Ich sag mal noch das. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das stimmt. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Gut, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich das machen werde, denn ich finde, das sind... Es sind nicht viele Lernpunkte, aber braucht man das? Ich sag mal so, in diesem Spiel gibt es Möglichkeiten, an Geld zu kommen, ohne Arbeit, ohne irgendwas. Also, nennen wir es mal Bug. Die haben zum Beispiel in diesem Spiel damals versäumt, das so einzustellen, dass man Händler einfach überfallen kann. Also, wenn ich jetzt zu einem Händler gehe, ihm auf die Fresse haue und ihn dann ausraube, dann bekomme ich sein gesamtes Händlerinventar und bin reich. Also da kann man eigentlich völlig problemlos an die ganzen Waffen kommen. Was ich mir vorgenommen habe für dieses Let's Play ist, ich werde diese Sachen nicht ausnutzen. Ich werde keine Bugs ausnutzen. Ich werde zum Beispiel den Bug, um in die Burg zu kommen, nicht nutzen. Also komme ich später, ich zeige euch das mal, werde das aber nicht wirklich nutzen. Ich gehe da mal rein, zeige, wie das geht und dann gehe ich wieder raus und dann wird es wieder normal gemacht. Denn ich möchte das nicht. Ich möchte auch nicht den Schmied ausrauben oder die Händler ausrauben oder sonst irgendwas. Ich werde dieses Mal mit diesem Let's Play ein Spiel, ein Playthrough machen, in dem ich tatsächlich auf eine ehrliche Art und Weise meine Waffen und so verdiene. Und ja, mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin gespannt, habe ich noch nie gemacht. Ich habe das schon so mal einfach gemacht, weil warum auch nicht, ne? Aber ich bin erwachsen geworden und wenn man erwachsen ist, da muss man auch ein bisschen Verantwortung zeigen, oder? So. Als erstes hauen wir mal dem Scavenger auf die Mappe. Hau doch mal drauf. Ah, er hat mich getroffen. Nein! Gut, aber wir haben bis jetzt sehr wenig Schaden bekommen. Ich habe mich ja noch nicht einmal heilen müssen. Die Scavenger da drüben bei Redford und Drax, die würde ich erstmal so ein bisschen abseits und in Ruhe lassen. Die sind für den Anfang vielleicht ein bisschen ungünstig zu bekämpfen, da das gleich vier sind. Und ich glaube, das könnten sogar schon ausgewachsene Scavenger sein. Und das könnte etwas problematisch werden. So, hat er den schon erledigt? Ey, du Sau! Ist doch nicht dein Ernst? Hier, die Brückenwachen hier, die haben schon den Scavenger gekillt. Das ist also für mich Erfahrung, die ich am Anfang etwas versäumt habe, kann man nicht sagen, die ich nicht bekommen konnte, weil die beiden da sich vorgedrängelt haben. Gut, was ist mit den Scavengern? Mal schauen, ob ich die einzeln anloggen kann. Ich speichere jetzt am Anfang noch sehr viel, das wird sich dann später ein kleines bisschen reduzieren.
Wird aber nie ganz ausbleiben, denn ich habe es ja schon erwähnt, man kann immer mal sterben hier im Spiel. Es ist nicht extrem... Verarscht ihr mich? Geht weg, das ist meine Scavenger. So, da lang. Da kommt er schon wieder. Ich weiß nicht, was die Brückenwachen da machen. Oh, das ist ein Ausgewachsener. Aua, aua. Haut auf, haut auf. Wow, das war knapp. Ah, da kommt noch einer. Nein! Ich will nicht sterben. Lass mich leben. Nein, scheiße. Ich bin tot. Das ist genau das, was ich meinte. Man kann ja schnell mal sterben. Ist aber auch nicht so wild. Ja, die ausgewachsenen Scavenger, die sind nicht zu verachten. Ich habe mich jetzt aber auch sehr dämlich angestellt im Kampf. Na komm schon, zieh dein Schwert. Wir versuchen das Ganze nochmal. Hey du, komm mal zu mir. Ich versuche mich jetzt mal nicht so oft treffen zu lassen. Man muss auch sagen, die Steuerung hier in dem Teil ist immer noch sehr, naja, unbequem. Verdammt, im zweiten Teil kann man den Teilen besser ausweichen. Und gerade am Anfang ist auch das Kämpfen... Scheiße! Das sieht jetzt echt ein bisschen erbärmlich aus, aber man muss auch sagen, es ist nicht geschmeidig, das Kampfsystem. Ne? Das ist sehr... sehr stoisch vielleicht. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen stockend, ne? Und man, ich weiß nicht, aber inwiefern ich den gut ausweichen kann. Komm schon. Och Mann. Habt ihr das gesehen, wie mein Schwert immer so festhing? So, komm, einmal noch und dann ist es erstmal egal. Ich muss die eigentlich nicht am Anfang töten. Die sind auch nicht dafür gemacht, dass man die jetzt schon killt, aber naja. War jetzt auch doof, dass ich gleich beide wieder zusammen angelockt habe. Diese Brückenwachen machen mich alle. Geht weg, das sind meine Scavenger. Verpiss dich doch! Ach, Mann. Komm schon, komm schon. Ich werde gekillt, so ein Arsch. Na gut, okay. Ist nicht so wild, wir haben jetzt wenigstens den einen gekillt. Wir können jetzt von dem anderen zumindest das Fleisch noch einsacken. Lecker, lecker. Und ja, dann ist es halt jetzt so geschehen. Was soll's. Gut, wir sind halt auch noch sehr schlecht bewaffnet. Wir haben noch keine Kampffertigkeiten. Spätestens wenn wir den Kampfstil mit dem Einhänder ein bisschen verbessert haben, wird es auch wieder angenehmer. So, quatsche mich voll. Ne, ihr seid eben das Brückenwachen. Ihr habt nichts zu melden. Ihr seid voll lame. So, und ich werde euch jetzt gleich mal noch eine lustige Sache zeigen, die ich immer sehr, sehr gerne mache hier an der Torwache. Wie sieht es mit der Zeit aus? Alles prima. Ja, ich werde es hier nicht ewig lang streamen. Es sollte halt erstmal nur die kleine Testaufnahme werden mit dem Stream. Und ja, schauen wir mal. Ne? Gothic 1. Ach ja, ist ein schönes Spiel. Und damit werden wir auch schon am alten Lager angelangt. Und wie schon im ersten Teil gesagt, es ist im Prinzip nichts weiter, den Weg vom alten Lager zur Austauschstelle zu gehen. So, jetzt mache ich mal was. Ich werde jetzt sterben dabei oder zumindest verprügelt werden. Habe ich eigentlich schon Erz? 3 Erzbrocken, wow. Und es ist lustig, aber ich mach's immer wieder. Es ist so, oh, schön. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Scheiße. Hey. Noch einmal und du kannst was erleben. Ich musste das tun. Ja, wir laden nochmal, ich wollte das nochmal zeigen. Also das ist, ich mache ja gerne ein bisschen Spaß in diesem Spiel, weil das ein sehr, sehr cooles und lustiges Spiel ist und deswegen alles halb so wild. Ne? So, jetzt aber ernst, gehen wir hier rein und werden mal mit Diego sprechen, denke ich. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ja. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Gut, okay, damit wären wir im alten Lager angelangt. Sehr, sehr schön. Also, nochmal zum Thema. Welchen Lager schließe ich mich an? Im Endeffekt, wenn du meinst, ist es eure Entscheidung. Ich werde einfach mal so ein bisschen darauf achten, was in die Kommentare geschrieben wird. Vielleicht mache ich eine Abstimmung. Ja, nee, ich denke, ich werde mich einfach ein bisschen auf die Kommentare beziehen. Einerseits auf die Kommentare im Stream und die auf YouTube. Und ihr dürft dann quasi entscheiden, in welche Gilde ich anfange. Es liegt bei euch. Ist mir völlig egal. Ich krieg's so oder so durchgespielt. Ich schaff das. Und deswegen, ne, also machen wir das einfach so. Ihr dürft es in die Kommentare schreiben. Und dann richte ich mich nach euch. Und dann,
werde ich sehen, wie ich komme. Ich freue mich drauf, weil ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich mag alle drei Lager sehr und es fetzt mir bei jedem irgendwie anzufangen. Und ich werde das mal ein bisschen spielen, ein bisschen was über die Welt zeigen, ein bisschen loslegen. Und dann wird es halt soweit sein, dass ich mich von euch leiten lasse. Okay. Hallo, erzähl mir was über das alte Lager. Bin ich wieder. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez Leuten anzuschließen. Will ich das? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Oh ja, das werde ich. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Mit einem Staubsauger oder sowas. Ist ja gerade mal da. Ja, so schön ist es hier nicht, Diego. Mach's gut. Eigentlich schon. Ich finde das mega cool hier. So, da ist der Nächste. Der sieht ein bisschen protzig aus, ein bisschen heftiger, ein bisschen einschüchternd, oder? Na, reden wir mit dem noch und dann ist die Folge eh bald rum, denke ich. So, hallo. Taurus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Das passiert mir nicht nochmal. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. 1000 Erz? Ganz umsonst. Viel. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Okay. Vergiss es. Schon vergessen. Okay, das ist lustig. Ich will für Gomez arbeiten. Lass mich nicht rein, Lisa. Ach. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Yay. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Ich halte mich da lieber raus. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Oh yeah. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name.
Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Oh je. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Nice. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten. Es gibt halt nur so ein paar Leute, mit denen man längere Gespräche führt. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm. Und ich möchte es auch ungern wegschalten. Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Informativ und interessant. Du bist neu. Müssen wir durchhalten. Hier passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Alles klar, Torus. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor. Ja, auf der anderen Seite. Ich weiß, wo der ist. So, das ist unwichtig. Soll ich den Kerl... Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst. Das war so ein halbes Jahr. Ich kümmere. Gut, und ansonsten... gibt's hier nichts mehr. Also wir haben jetzt als nächstes Folgendes zu tun. Wir werden mit Diego sprechen und uns von ihm versuchen lassen, hier in die Burg einzuführen. Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.